2022, nach zwei Jahren, wo wir wieder durften, nachdem zwei Jahre uns Corona blockiert hat, sind wir wieder da und haben es geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen. Da schon mal vielen Dank an alle, die da sind, dass ihr so geholfen habt. Echt klasse. Und natürlich auch meinem Orga-Team, die mit uns zusammen, wie wir das ganze Jahr über da abtun, dass das so funktioniert. Also wir haben einen Rekord geschafft, wir wollen nicht lang rumreden, wir holen den Scheck rein, Peter. Haben wir einen Richtung? Ja. Wir haben es geschafft, neuer Rekord. 13.500 Euro im Jahr 2022 an Schwabacher Frauenhaus. Nicht vergessen möchte man natürlich auch die Spender, die sowohl Geldspenden als auch Sachspenden gebracht haben, die das, mit denen zusammen haben wir das nur möglich machen können. Und dabei haben wir heute Angelika vom Frauenhaus, die sagt uns jetzt ein bisschen was über das, was mit dem Geld passiert und auch ein bisschen was über das Frauenhaus. Angelika? Also erstmal von mir aus ganz, ganz, ganz herzlichen, tief empfundenen Dank. Ihr seid eindeutig die allergrößten Spender, die wir haben im Frauenhaus. Also, das ist einfach so toll und das gibt so viele Dinge. Das sind oft auch kleine Dinge, die wir machen. Wir haben jetzt zum Beispiel während der Corona haben wir die Zimmer umgebaut und kleine Küchen eingebaut, weil das ja oft ganz schwierig war, wenn jemand infiziert war. Die können ja nicht ins Haus. Die sind ja normalerweise alle in einer Küche, in einem Bad. Es sind ständig Projekte in diesem Haus. Wir müssen schauen, dass man mit den Kindern ein wenig rauskommt, dass man mit denen mal was unternimmt, dass die nicht nur im Haus sind, gerade im Winter, dass man mit denen mal einen kleinen Ausflug macht, ins Kino geht oder mal auf den Weihnachtsmarkt. Und das sind alles Dinge, nicht nur die Großen, die da helft ihr uns natürlich auch, aber auch so Kleinigkeiten, wo wir dann einfach frei machen können, ohne jetzt auf die letzten 10 Euro schauen zu müssen. Und dafür sind wir euch unendlich dankbar. Die Frauen und die Kinder in unserem Haus auch, das sind wirklich, die Kinder sind die allerärmsten von allen, denn an denen geht es unterm Strich raus, denen fehlt ihr Zuhause, denen fehlt die ruhige, gute Umgebung, die so Kinder brauchen. Und da versuchen wir im Frauenhaus das entsprechend auszugleichen. Wir haben Projekte für die Kinder, wir haben Erzieherinnen für die Kinder. Und so versuchen wir einfach das, was an den Frauen und den Kindern Übles getan worden ist, da zu helfen. Und da seid ihr uns eine riesengroße Hilfe. Vielen, vielen Dank für all das. Eins sage ich noch dazu und das zu dem Thema Rocker. Also man sieht, richtig. Einmal im Gegensatz zu den Medien, dass Rocker nicht nur böse sind, sondern auch was Gutes tun. Ich erzähle das überall. Wie toll das ist und wie das auch für mich ganz toll ist, wenn ich hierher kommen darf. Weil, ja, es ist mir fremd gewesen bis vor ein paar Jahren und jetzt finde ich das so schön und finde es einfach klasse. Vielen herzlichen Dank und ich erzähle es überall rum. Und jetzt bleibt nur noch eins zu sagen, 2023 ist schon wieder in Planung. Eine Woche früher, bis heuer war, so ist es geplant. Beobachtet unsere Facebook-Seite, da werden wir bekannt geben, wann der Termin ist und reserviert ihn bald genug. In diesem Sinne, macht's gut, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Servus.